Michael Müller, Präsident des EHC Freiburg. Ja, lieber Michael, die Rathausspitze hat ja Anfang Oktober verkündet, dass es mit der neuen Eishalle in Freiburg nicht ganz so rosig aussieht. Wie ist denn im Moment so die Bewegung? Was sind so die Tendenzen bei euch im Verein seitdem? Ja, also erstmal haben wir uns müssen drauf vorbereiten auf die Saison, Franco. Da musste man gucken, dass wir das Corona stemmen. Das haben wir jetzt soweit im Griff und warten natürlich, was die Bundesregierung beschließt. Mit der Eishalle, da musste man auch erstmal ein bisschen schlucken, in uns gehen und ein bisschen, wie sagt man so schön im Badischen, die Wunde lecken. Und, aber wir sind guter Dinge. Wir machen unsere Hausaufgabe. Wir sind dran. Wir werden unsere Vorschläge einbringen. Wir werden auch auf Geschäftsführerebene wieder tätig werden, werden Geschäftsführer einstellen, werden über diese Schiene, weil das Sportliche haben wir im Griff, sieht man ja, wir sind vierter Tabelleplatz und alles läuft. Bin auch froh, wenn der Nachwuchs wieder spielen kann und wir wieder Publikumslauf haben, weil natürlich da auch Gelder fehlen. Mit der Eishalle sind wir dran. Ja, wir werden kampflos natürlich nicht aufgeben. Das wird uns auch jeder in der Rathausspitze übel nehmen, wenn wir kampflos aufgeben würde. Wir sind dankbar, dass die Bürger für Freiburg und die FDP jetzt da auch eine Anfrage an die Stadtspitze gestellt habe. Das Thema bleibt natürlich heiß. Natürlich stehen wir euch zur Seite in diesen schwierigen Zeiten einfach. Gerade aufgrund der Corona-Pandemie ist es natürlich besonders schwierig. Wir haben im Moment in Freiburg einen ganz, ganz angespannten Haushalt. Es fehlen natürlich Einnahmen, beispielsweise aus der Gewerbesteuer, um den Haushalt zu finanzieren. Dennoch war es uns ganz, ganz wichtig und mir auch als sportpolitischem Sprecher, dass wir euch da zur Seite gehen, weil ohne Eissport in Freiburg kann es nicht gehen. Das können wir uns einfach nicht vorstellen. Jetzt ist es so, dass praktisch die Betriebsgenehmigung der Halle 2024 ausläuft. Ja? Habt ihr ein Konzept, wie es danach weitergehen kann, wenn es natürlich nicht gleich eine neue Halle gibt, wie so ein bisschen angemerkt von der Verwaltung? Also gut, im Endeffekt ist es so, wir leben ja ein bisschen von der Hoffnung, ja, und wir halten es da ein bisschen mit Jürgen Klopp auf Unvorhergesehenes reagieren. Das machen wir beim EHC ständig, dass wir auf Unvorhergesehenes reagieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir 2024 die Verlängerung nicht bekommen. Ich halte es dann eher für realistisch, dass man nochmal Geld investiert, dass man hier dann investieren muss und irgendwas tun muss, weil man es einfach nicht aufgeben darf und will. 2024 gehe ich nicht davon aus, dass die Lichter ausgehen. Natürlich hat der Statiker seine Bedenken und seine Befürchtungen. Das ist sein Beruf. Das ist auch völlig richtig. Ja. Aber ich habe auch die Zusage aus der Rathausspitze. Das habe ich mitgenommen, auch nach der Niederschlag, wo wir gehabt haben, dass es so jetzt nicht erstmal kommt, dass sie alles dafür tun werde, um das nicht aufzugeben. Aber wenn man dann alles dafür tut, bedeutet es am Ende der Tage natürlich auch, dass man nochmal 10, 15 oder 20 Millionen in so einen Standort investiert. Und da stelle ich mir natürlich die wirtschaftliche Frage irgendwann, aber das ist nicht meine Aufgabe, das müssen die Gemeinderäte, die Fraktionen und die Rathausspitze dann machen. Ich kann mir es kaufmännisch nicht vorstellen, hier nochmal großartig zu investieren. Gucken wir mal, was die Zeit bringt, ob wir noch eine Lösung finden, dass wir doch eine neue Eishalle nicht für den EHC, sondern für den Publikumslauf, für den Breitensport bekommen. Klasse, ja, vielen Dank, lieber Michael. Ich meine, wir haben einfach mit unserer Anfrage an die Rathausspitze, wo wir praktisch letzte Woche die Antwort bekommen haben, einfach den Druck nochmal erhöht. Wir wünschen uns einfach, dass ganz arg ergebnisoffen praktisch diskutiert wird. Der Baubürgermeister Haag hat uns auf die Anfrage geantwortet und wird sich demnach immer mehr mit Investorenmodellen praktisch auseinandersetzen. Und wir sind da doch frohen Mutes, einfach etwas Licht am Horizont zu sehen für den EHC, für den ganzen Eissport in Freiburg und in der Region. Lieber Michael, vielen Dank für das Interview. Danke, Franco, für deine Zeit und danke für eure Unterstützung. Gerne, vielen Dank.